Was passiert? Das kann man wohl sagen. Ich höre die ganze Zeit von den anderen Leuten, dass du dein Studium im Priesterseminar nicht so ernst nimmst. Schleichst dich davon und du hast Orgel spielen? Stimmt das? Lass gut sein, Mutter. Ich tue ja eh alles, was es verlangt. Sei nicht so undankbar, Bub. Du weißt genau, dass wir das Erbe von Onkel Hans nur dann kriegen, wenn du Priester bist. Mein Gott, du bist doch unser einziger Bub. Ist schon gut, Mutter. Ich versprich dir, ich werde in der Zeit Priester. Es wird alles gut. Ja. Dominus vobiscum. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Jetzt träumst du schon wieder. Geh weiter, wir müssen heim, dass du zu was essen kochen kannst. Jetzt geh weiter, Dirndl. Ah, warte, da ist der Herr Apotheker, den muss ich noch schnell was fragen wegen der Zenzi. Warte, ich komm gleich wieder. Jetzt pass doch auf, du blödes Mensch. Nein, lass gut sein. Du hast sicher dreckige Finger, da kannst du nur noch flecken. Ich kenne nicht einmal mir. Besser aus der Stadt. Als nächstes Mal auf, was du hingehst. Wie du wieder ausschaust. Jetzt zieh dir mal was Gescheites an und wasch dich. So wie es die Nieren mal kriegen. Oder hast du das eh schon aufgeben, du alte Jungfer? Ja, und find Gott lieb, bist sowieso Luft. Wenn sich der mehr Frau interessiert, auch wenn es nur für gewisse Stunden ist. Dann auch nur für eine wie mich. Frau Vater, Schotsuppen. Gib's mir den Teller. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Amen.
Gottlieb. Ich wollte nur fragen, wegen der Prüfung, hat alles gepasst? Ja, lieber Gottlieb, du weißt ja, das Studieren kommt vor dem Komponieren. Wenn du dich mehr mit der Theologie beschäftigst, dann kannst du dich natürlich auch in der Freizeit deiner geliebten Musik widmen. Bei dir sehe ich auf jeden Fall Licht am Ende des Tunnels. Annette, ich will ja nichts sagen, aber ein bisschen mehr bemühen kannst du schon. Der Gottlieb hat noch allweil nicht feier gefangen. Mein Gott, na schau, du bist ja auch nicht mehr die Jüngste. Und so eine gute Partie wie mit Gottlieb kriegst du nicht mehr. In ein paar Monaten wird er zum Priester geweiht und dann ist es spät. Ja, Mutter, das reicht schon. Ich weiß eh. Jetzt mach mir keinen Druck. Ich weiß, was ich mach. Vertrau mir. Nicht mehr lang und ich hab ausgesagt. Dann werde ich keinen Finger mehr in dem Geschäft drehen. Grüß dich, Herr Apotheker. Ja, grüß dich. Und? Bleibt bei heut. Schau mal. Dass du mir keinen Blödsinn machst, Annette. Weißt du, dann wirst du von Haus gejagt. Dann bist du für ins gestorben. Jetzt lass mich. Du spinnst ja. Siehst du nicht, dass ich üb? Wie lange stehst du denn schon da? Bist du nicht die Hübeirin, die mir letzten Sonntag Noten aus der Hand gehauen hat? Was willst du? Warum schaust du denn so? Es tut mir leid, entschuldige, das wollte ich nicht, ich wollte nicht stören. Nur das vom Sonntag mit den Noten, es tut mir leid. Aber ich hab nicht anders können. Ich hab der Musik gehört. Die hat mich verzaubert, ich hab aufkommen müssen. Das ist, wenn du spürst, das ist wie Magie. Keiner spürt so schön wie du. Das ist, wie wenn ein Traum wahr wird, wie eine andere Welt, voller Freude und Liebe. Aber ich bin schon weg, ich muss gehen. Pfiat dich! Geh
Danke, Vater, jetzt gib mir doch einen Strohhut. Die Sonne ist halt so heiß. Den kriegst du heute nicht. Du brauchst deinen Strohf, du nix nutzt du. Da merkt man wieder, dass du nicht mein eigenes Fleisch und Blut bist. Aber ich kann nicht mehr arbeiten. Eine Pause. Gib mir Pausen oder gib mir was zum Trinken. Im Mooskrug von der Mutter hast du auch fallen lassen mit dem guten Bier. Wenn du nur mal was sagst, dann komm ich, dann wirst du schon sehen, was da blüht. Ist schon recht. Ich kann nicht mehr. Aber schnell stehst du auf. Aber wird's bald. Du nix nutzt du. Wir haben auf der Taschen liegen und aber nix arbeiten. Du fallst Luder, du. Luder, du. Vater, nicht! Ich bin auch nicht. Hör auf, Spitz. Hör auf, Spitz. Hör auf, Spitz. Das geht dir nichts an. Was ist meine Tochter? Sie gehört mir und sonst niemand. Sie ist ja kein Viech nicht. Du schlagst dich wirklich noch. Denk an einen Sepp, der seine Frau aus Eifersucht erschlagen hat. Wüsst das, ha? Dann sitzt da einheben wie er. Wüsst das? Marianne, geht's? Ah, ist tut so weh, es brennt so. Hol mir einen Schnaps und ein sauberes Tuch, damit ich die Wanden putzen kann. Das wollte ich nicht, weil du mich auch immer so aufregen musst. Das wird schon wieder, Marianne. Man weiß nicht, bei so einem heißen Tag, da kann man schon leicht einmal die Nerven verlieren. Er hat sicher nicht so gemeint. Ja, danke. Danke, dass du mir hilfst. Wer weiß, was sonst passiert, wenn du nicht gekommen wärst. Aber es war ja kein großer Verlust gewesen um mich. Grüß dich, Annett. Grüß dich. Fest bist beieinander heute wieder. Extra für dich. Sag einmal, sehen wir uns am Sonntag in Kirchtag? Ja, freilich. Ja, das tat mich freuen. Da schieße ich dir dann ein Liedsaltenhechsel. Grüß dich, Mann. Ja? Was hast du denn heute für schönes neues Hemd an? Ja, Pfirti. Pfirti? Ja, das ist das, was dir so gut gefallen hat. Das haben wir extra wegen dir gekauft. Damit ich wieder fest bin, wie du gesagt hast. Ja. Marianne, der Gottlieb bist du. Grüß dich, Marianne. Und, wie geht's dir deine Wunden? Danke, wird schon wieder besser. Die Hüfte heiß sein von meiner Mutter, gell? Ja, danke. Soll ich da ein wenig was vorlesen? Ja. Würde mich freuen. Eine große Gefahr für die Mädchen liegt in der Eitelkeit. Diese macht sie den Geschmeicheleien sehr zugänglich, die auf das Mädchengemüt bezaubernd wirken. Das erste weibliche Wesen ist einer Schmeichelei zum Opfer gefallen. Ebenso wird ihnen ihre Leichtgläubigkeit gefährlich. Sei schwergläubig, mein Kind. Wenn dein junger Mann von Liebe und Ehe redet. Lied des Hafenmädchens. Heute, nur heute, bin ich so schön. Morgen, ach morgen, muss alles vergehen. Nur diese Stunde bist du noch mein. Sterben, ach sterben, soll ich allein. Schön. Und von wem ist das? Das ist von Theodor Storm. Ein ganz gefühlvoller Dichter. Sehr schön. Thank you.
Komm mal rein, lass uns baden gehen, es ist so ein schöner Tag. Ich weiß nicht, vielleicht zieht es uns wer. Und außerdem kann ich gut schwimmen. Da ist eh so seicht, da kannst du sicher stehen. Ich hab's, ich bin nicht da. Und rette. Na gut. Fahr rein, so. Wenn du zuerst drinnen bist, dann kriegst du was. Ja komm, wo bleibst du? Was krieg ich jetzt eigentlich? Ich war als erstes drinnen. Mach die Augen zu. Gottlieb? Gottlieb! Da hol ich Bäuerin. Bring mal. Ja, danke, Sepp. Lass es gut gehen. Ja, auf die. Es war nicht nötig. Fest bist du heute benannt. Danke. Nein, ich sag das. Heute bist du wirklich fesch. Na danke, das ist die Festnacht von meiner verstorbenen Mutter. Ja, nein, du, das war eigentlich gar nicht gemeint. Du, verzweifel mal rein, was ist denn aber los? Sehen tut man da eigentlich gar nichts. Nichts ist los. Sei nicht so zugemäpfelt, musst du lockerer werden. Oder bist du leicht was Besseres? Jetzt lass mich in Ruhe, es geht dir nichts an. Ich bin was ich bin. Weißt du was? Das Aussehen hast du zwar verändert, aber ich komme noch bis dahin so alte Jungfer wie euch bei. So mag dich sowieso niemand. Maria, Prost. Kirchtag ist nur einmal im Jahr. Da wollen wir auch unsere ganzen Sorgen vergessen. Ich weiß. Und dein Sepp? Den kannst du sowieso vergessen. Der druckt sein ganz Geld ins Wirtshaus und hat Arbeit nach den anderen. Ja, stimmt eh. Ja. Du, was ist eigentlich mein Gottlieb? Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Könnt ihr den einmal besuchen? Du, was weiß ich? Was ist los? Ich hab keine Ahnung, wo er ist und was er tut. Er wird wahrscheinlich so viel zum Tag haben im Priesterseminar. Was weiß ich? Und außerdem geht dir das nichts an. Du, Vater, ich wollte schon lange mal mit dir reden. Ich hab viel drüber nachgedacht. Und ich lasse mir das von dir nicht mehr gefallen. Wenn du mich nicht gut behandeln kannst, wenn du dich selber und das Saufen nicht unter Kontrolle hast, dann verlasse ich dich. Das steht fest. Ich lasse mir das einfach nicht mehr gefallen. Dass es ein für alle mal klar ist. Ich weiß, was du meinst. Aber wirst schon sehen, wie weit das dann kommst. Ja, das werden wir dann sehen. Marianne, komm, komm, Marianne. Komm, gehen wir tanzen. Ja, Gott, lieber, warst du die ganze Zeit? Komm, gehen wir tanzen, komm jetzt. Du bist ja betrunken. Oh, gehen wir tanzen jetzt, komm. Ich kann nicht tanzen. Für das bin ich da, das zeige ich dir ja, komm. Schaut seinen Töber, so schick beieinander. Dein Wüsten verführen? Den Priester vielleicht? Es ist ein Sünd, da kommst du die Tö. Marianne, es tut mir leid, ich kann nicht. Das liegt nicht an dir. Gott, bleib da. Es tut mir leid, verzeih mir. Geh nicht! Und? Hast du das schon weg da lassen? Es ist zwar recht schön gewesen mit dir, aber du weißt eh, verheiratet bin ich schon. Hey, lass mich in Ruhe! Annette, was machst du denn da? Ich bin betrunken, ich kann mich nicht wehren. Jetzt stell dich nicht so an. Du bist ja auch ein Mann und hast deine Bedürfnisse. Ich versteh das, glaub mir's. Ich stell keine Ansprüche, ich will dich grad verwöhnen. Jetzt komm, du wirst es doch auch. Niemand wird's je erfahren, ich schwör's. Meine Lippen sind versiegelt. Verschwind, Herr Bayerin, das geht dir nichts an. Komm, Gottlieb, geh mal. Was soll das? Jetzt komm. Die kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Ich kann es nicht gehen. Geh fähre zum Kirchenwirt. Ich komm gleich nach. Geh schon. Marianne. Gottlieb. Es tut mir leid, das wollte ich nicht. Ich bin normalerweise gar nicht so. Ich wollte nie so sein. Ich will immer alles richtig machen. Dabei tue ich immer wenn weh. Es wird nichts mit uns. Ich hätte das schon früher sagen sollen. Ich mag das sehr gern. Aber nicht genug. Ich weiß nicht, was ich will. Ich möchte nicht in irgendwas einziehen. Es ist besser, wir sehen uns eine Zeit lang nicht. Ich hab mir gedacht, das ist was Besonderes zwischen uns zwei. So wie mit dir habe ich noch nie gefühlt. Ich habe mich doch in dich verliebt. Gib mir noch einen Kuss. Einen letzten. Ich kann nicht, Marianne. Es tut mir leid, ich kann nicht.
Marian, du schaust so schön aus. Danke, dass du gekommen bist. Es tut mir leid, dass alles so gekommen ist. Ich hab viel falsch gemacht. Ich habe jetzt aber viel Zeit zum Nachdenken gehabt und beschlossen, das Priestertum aufzugeben. Es scheint mir alles so sinnlos. Das finde ich gut, Gottlieb, dass du endlich das machst, was du wirklich willst. Nur so wie es da Glickli. Ja, weil seit ich den nicht mehr hab, kann ich nicht mehr komponieren. Mir fällt nichts mehr ein. Ich hoffe, es ist noch nicht spät. Kannst du mir mein Verhalten verzeihen? Und das mit der Annette? Ich hab noch nie so empfunden wie mit dir. Ich brauch dich, Marianne. Willst du mich wieder an deiner Seite haben? Kannst du mit einem Pianist in der Stadt überhaupt vorstellen? Marianne, willst du meine Frau werden? Ja, Gottlieb, ich will. Halt! Der Gottlieb gehört mir und sonst keiner. Warum bist du nicht mehr gekommen zum Kirchenwirt, ha? Das hättest du nicht machen sollen. Sagst du, was du jetzt angerichtet hast? Aber ich verzeih dir. Schau, sie ist mein Hochzeitskleid. Das habe ich schon anfertigen lassen für uns. Für unsere Hochzeit. Na, da schaust. Du wirst heute noch mein Mann werden, Gottlieb. Das schwöre ich bei der heiligen Jungfrau Maria. Annette, geht's dir nicht gut? Mir geht's wunderbar. Wie soll es einer Braut schon gehen im Hochzeitstag? Ja, Annette, was hast denn? Lass mir da helfen. Alles wird wieder gut. Sei ruhig, sonst da schieße ich dich. So, jetzt steigt's beide in die Zünn. Geht schon, gehen wir! Annette, jetzt sei vernünftig. Lass uns über alles reden. Nein, das passt schon. Wir sind weit genug draußen. So, lieber Gottlieb, jetzt kannst du mit anschauen, wie meine Erzfeindin, die Trampe da, ihr Zeitliches segnet. Jetzt reicht's. Du hast uns einen Schrecken eingejagt und den Tieren uns gerecht. Aber jetzt ist genug. Annette, mach dir nicht unglücklich. Hör auf! Thank you.